Hallo und herzlich willkommen bei meinem nächsten Smalltalk. Hier mit einer weiteren Frage betreff Neuanfang. Guten Tag, Daniela. Nachdem ich viel Zeit damit verbracht habe, Infos über dich zu bekommen, habe ich mich entschieden, dir zu schreiben. Leider bist du nicht mehr im MLM-Vertrieb tätig, bin mir aber sicher, dass du mir weiterhelfen kannst. Kurz zu mir. Ich war ein paar Jahre im Vertrieb tätig, nicht ganz so erfolgreich wie du, aber gewann doch die eine oder andere Wettbewerbsreise, Jamaika, Florida und auch noch andere Reisen. Mein Gruppenumsatz schwankte so zwischen 40.000 und 60.000 Mark im Monat Deutschland und Schweiz. Dann wurde ich, wie es so schön heißt, von meinen Strukturhören abgesägt, hatte erst 17 Erstlinien. Die Folge war ein finanzieller Zusammenbruch. Insolvenz endete am 9.05.2008. Seitdem arbeite ich 8 bis 9 Stunden in einer Firma, es geht mir nicht schlecht und ich habe noch 8 Jahre bis zur Rente. Aber zurzeit frage ich mich, was aus meinen Visionen und Träumen geworden ist. Mein Vorbild war und ist Rolf Sorg und jetzt auch du. Ich bin am Überlegen, ob ich es noch einmal versuchen soll. Hast du ein paar Tipps für mich? Wünsche dir noch eine sehr gesegnete und erfolgreiche Zeit. Liebe Grüße, Roland. Vielen Dank, Roland, für deine E-Mail und auch für dein Kompliment. Herzlichen Dank. Und ja, sehr spannend, was du schreibst in deiner E-Mail. Zum einen natürlich tut es mir sehr leid für dich, dass du diese negative Erfahrung gemacht hast im Vertrieb vor Jahren, sprich, dass du dir erst eben ein Geschäft aufgebaut hast, auch wenn du, wie du so schön sagst, vielleicht nur 40.000 bis 60.000 D-Mark, also 20.000 bis 30.000 Euro Monatsumsatz aufgebaut hast, so war es ja dennoch dein Umsatz, den du aufgebaut hast und es war auch dein Recht, von diesem Umsatz zu partizipieren. Und von der ethischen Seite betrachtet ist es einfach so, dass von deinen Strukturhörern, die das auch getan haben, dem kann ich einfach absolut nichts Positives abgewinnen. Sicherlich ist es auch immer so, dass da zwei Seiten dazugehören. Und ich möchte aber das, was dein Upline da getan hat, überhaupt nicht gutheißen. Es gibt leider auch im Vertrieb, wie in jeder anderen Branche übrigens da draußen, egal ob Banker, ob Versicherungswesen, Immobilienbranche, Metzger, Bäcker, völlig egal was, gibt es immer auch schwarze Schafe und so auch im Vertrieb. Leider ist es dann halt so, dass man immer nur diese negative Seite dann mitbekommt vom Vertrieb und die andere Seite dann meistens gar nicht mehr erst kennenlernt. So hast auch du eben eine sehr negative Erfahrung gemacht und wie gesagt, ich kann das, was dein Upline da getan hat, absolut nicht gutheißen. Sie zeigt mir einfach, dass er einfach nur von Gier besessen war oder Geld und Macht oder vielleicht alles zusammen und dass er sich der Konsequenz von Ursache und Wirkung überhaupt nicht bewusst ist oder er das völlig egal ist. So, das ist die eine Seite und wie gesagt, ich möchte es absolut nicht gutheißen. Die andere Seite ist aber auch, Roland, wer warst du in dieser ganzen Angelegenheit damals, der das mit sich hat machen lassen? Wer oder wo war der Zeitpunkt, wo du vielleicht nicht aufgepasst hast, wo du nicht vorsichtig genug warst, wo du auf irgendwelche Details blind vertraut hast, ohne selbst Dinge zu hinterfragen oder zu überprüfen? Und weißt du, in unserem ganzen Vertrauen, das wir haben und auch haben sollten in der Arbeit, ist es dennoch sehr intelligent, manchmal gewisse Dinge auch zu hinterfragen und sich mal selbst auch zu überprüfen und zu schauen, was man besser machen kann. So, das ist aber nun die Vergangenheit und dann finde ich es sehr schön, dass du sagst, hey, ich habe noch 8 Jahre bis zur Rente und du fragst dich, was ist aus deinen Träumen und Visionen geworden? Und du überlegst, ob du vielleicht einen Neuanfang starten solltest. Und hier habe ich vielleicht ein gutes Beispiel für dich. Überleg einmal, wenn du zum Beispiel sehr gerne Fahrrad fährst oder schwimmen gehst oder was auch immer. Und du würdest jetzt bei einer dieser Aktionen dann das Bein brechen. Okay, so würdest du jetzt, nachdem das Bein wieder geheilt ist, darauf verzichten, Fahrrad zu fahren, obwohl du das gerne machst, nur weil du einmal dir das Bein gebrochen hast? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, du würdest das Bein heilen lassen und wenn es wieder geheilt ist, würdest du dich aufs Fahrrad schwingen und würdest wieder die Freiheit bei der Geschwindigkeit genießen. Sieh es einfach als dasselbe auch im Vertrieb an. Du bist auf die Nase gefallen. Und ich sage dir etwas, es gibt nichts da draußen, nichts, wo man keine Rückschläge erlebt. Der eine erlebt sie im Gesundheitlichen, im Physischen, der andere erlebt sie vielleicht in Beziehungen, der andere erlebt sie im Geschäftlichen. Rückschläge erleben wir alle.
Die Frage ist nur, ob du danach dennoch so stark an deinen Traum glaubst, dass du wieder loslegst und einen neuen Pfad wagst. Und schau, du hast noch 8 Jahre bis zur Rente. Ist das nicht wunderbar? Du hast enorm klasse viel Zeit, um in dieser Zeit ganz slowly, ohne Stress, in deiner Zeit etwas aufbauen zu können, um dann davon zu profitieren und das zu genießen. Ich würde dir empfehlen, geh her, nimm dir 2-3 Monate Zeit, schau dir verschiedene Firmen an, schau dir verschiedene Führungskräfte an, schau, wo passt die Chemie und dann entscheide dich und wage einfach einen Neuanfang. Achte ein bisschen darauf, dass dein Bauchgefühl dazu passt und nicht nur dein Bauchgefühl, sondern auch die Eckdaten dazu, was eher ein sachlicher Aspekt ist, den du mit deinem Verstand dann hinterfragen musst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und einen super tollen Neuanfang. Mein Name ist Daniela Sass. Ich freue mich auf den nächsten Smalltalk. Bis dann!